Es gibt ein schönes Sprichwort, das kommt immer mal wieder in den Kopf, speziell dann, wenn ich was kaufe oder wenn ich was benutze, das ich schon sehr lange habe. Das ist auch das Titel dieses Videos, Buy Nice or Buy Twice. Vielleicht auf Deutsch einfach übersetzt, wer billig kauft, kauft zweimal. Das wird ja auch oft gesagt. Und wenn man diese Philosophie so ein paar Jahre in seinem Leben mal durchführt, dann erkennt man, dass man ja viele Sachen so lange benutzt, und man merkt, dass sie wirklich gar nicht kaputt gehen. Wir haben zum Beispiel hier einen ThinkPad-Laptop von Lenovo. Den haben wir jetzt schon 5 Jahre oder so. Und ich benutze den immer, um Kunden halt bestimmte Sachen zu zeigen und so. Dafür reicht er völlig aus. Und der ist noch top in Ordnung. Der zeigt überhaupt keine Ermüdungserscheinung, weder Batterie noch Gehäuse, obwohl er schon mehrmals runtergefallen ist. So ein Teil ist super teuer. Das hat damals, glaube ich, 1.500 € gekostet. Für so einen kleinen Laptop. Aber er ist leicht reparierbar. Er ist, ja, wenn mal irgendwas kaputt gehen sollte, wirklich sehr leicht zu reparieren. Das ist eben der springende Punkt. Aber er ist auch sehr gut gebaut. Und da lohnt es sich, sag ich mal, die 500 € extra auszugeben, um was ein bisschen Besseres zu bekommen, von der Qualität her, nicht unbedingt von der Leistung her, sodass es einfach länger hält. Andere Sachen zum Beispiel sind, ich habe so einen Teekessel aus Edelstahl. Den habe ich schon, boah, bestimmt 15 Jahre jetzt. Und der hält. Der hat so einen Henkel, wo man was einrasten kann. Da sind teilweise Sachen so punktgeschweißt drauf. Aber ich hatte den schon fast auf jeder Reise mit, weil ich halt gern Tee trinke und man den letztendlich überall benutzen kann, egal ob auf Gas, normalen Herd oder Induktion. Und ich habe den schon auf mehreren Lagerfeuern benutzt. Der war schon in vielen Ländern unterwegs. Das Ding hält einfach immer noch. Das war jetzt nicht unbedingt teuer. Bei Nice or bei Twice, diese Philosophie muss jetzt nicht immer heißen, dass man was Teures kaufen muss, sondern man versucht darauf zu achten, dass Dinge aus Materialien sind, sage ich mal, die von Natur aus schon, sage ich mal, sehr robust sind, dass Dinge so gebaut sind, dass sie leicht zu reparieren sind und dass Dinge, sage ich mal, so sind, dass man sie auch lange nutzt. Ja, was bringt mir irgendwas zu kaufen, wo ich von vornherein weiß, okay, das benutze ich nur eine Woche, dann kann ich es mir besser ausleihen. Die Vorteile, sag ich mal, von dieser Philosophie liegen ja auf der Hand. Aber was macht denn wirklich so ein Produkt aus, damit es langlebig ist? Und das würde ich gerne mal irgendwie heute ein bisschen näher erforschen in meinen Gedanken und die ich mit euch teile. Ein Faktor, der mich zum Beispiel immer mal wieder beschäftigt, speziell jetzt bei technischen Sachen, ist geplante Obsoleszenz. Es gibt zum Beispiel einige Drucker, die haben Software installiert, die sagt, nach X Anzahl von gedruckten Seiten, verweigere bitte den Dienst. Und dann gibt es Programme im Internet, die man dann auf diesen Drucker laden kann, beziehungsweise wo man den Drucker dann eben mit verändert bearbeitet und dann druckt er auf einmal wieder. Da wurde also in der Software, im Programm, in der Logik des Druckers reingelegt, dass man eben nur eine bestimmte Anzahl von Seiten drucken kann. Das finde ich ist eigentlich ein Feature, das auch vorne auf der Produktverpackung stehen sollte. Dieser Drucker druckt nur 50.000 Seiten zum Beispiel. Weil, wenn das wirklich so wäre, wenn das da draufstehen würde, ich würde diesen Drucker nicht kaufen. Und es ist eigentlich eine Täuschung in irgendeiner Art und Weise. Aber es gibt auch andere, sage ich mal, Fälle von geplanter Obsoleszenz, wenn man zum Beispiel sich bestimmte Produkte anguckt und sieht, dass es so Sollbruchstellen gibt. Kleine mit Plastikpins, die irgendwie das Produkt zusammenhalten oder Dinge, sage ich mal, die nur begrenzt verfügbar sind. Es gibt ja Dinge, wo man zum Beispiel irgendwie Kartuschen braucht oder eben Nachfüllsets kaufen muss oder sowas in die Richtung. Und wenn da, sage ich mal, nur ein paar Dinger von vorhanden sind und man kann vielleicht sogar gar keine nachkaufen oder das Nachkaufen von diesen Sachen ist meistens genauso teuer, als würde ich komplett das neue Produkt kaufen, dann ist das auch so eine Sache, wo ich sagen würde, das kaufe ich lieber nicht. Das Problem bei dieser geplanten Obsoleszenz ist, dass man meistens gar nicht wissen kann, dass sowas eingebaut wurde. Und daher sollte man mal sich auf andere Faktoren konzentrieren, zum Beispiel das Material, aus dem ein bestimmtes Produkt gebaut ist. Ich kann jetzt einen Computer kaufen, der aus verschiedenen Plastikteilen ist. Es gibt aber auch MacBooks, die sind aus Aluminium. Es gibt, sage ich mal, auch die Möglichkeit, einen Desktop-Computer zu kaufen, wo ich mein eigenes Gehäuse wählen kann, wo ich meine Teile selber wählen kann. Und wenn ein Teil kaputt geht, dann kann ich das austauschen. Also im Gegensatz zu einem Laptop ist zum Beispiel ein Desktop-Computer, wie auch hier im Hintergrund zu sehen,
viel nachhaltiger, sage ich mal. Wenn ich jetzt wirklich da zum Beispiel einen RAM-Riegel kaputt habe, dann muss ich nicht komplett jetzt den ganzen Rechner austauschen, sondern ich schmeiße nur einen Riegel weg, der vielleicht 10 x 3 cm groß ist. Bei einem MacBook zum Beispiel sind die RAM-Riegel draufgelötet und dann muss ich gleich zum Apple-Dienstleister gehen und sagen, hey, bitte reparier mir das. Und die sagen meistens, ja, es ist zu teuer, das da abzulöten und dann wieder was Neues draufzulöten. Sie müssen ein komplett neues Mainboard kaufen, Logicboard kaufen, was im Prinzip wieder heißt, einen komplett neuen Rechner. Und wer möchte dann in, sag ich mal, einen 3, 4, 5 Jahre alten Rechner nochmal 500 Euro stecken, wenn er für, sag ich mal, 1500 Euro ein komplett neues Gerät kriegt, was 10-mal schneller ist. Und das ist genau, sag ich mal, die Art und Weise, wie Unternehmen auch versuchen, dich dazu zu bringen, neue Produkte zu kaufen. Einfach, um mehr Umsatz zu machen. Weil, wenn Autos zum Beispiel einfach fahren würden und keine Verschleißteile hätten, wer würde dann mal irgendwann ein neues Auto kaufen? Und das ist eigentlich schade, dass unsere Wirtschaft so funktioniert, finde ich. Aber nichtsdestotrotz kann man sich natürlich als Konsument trotzdem bewusst für irgendwelche Sachen entscheiden. Und ich schaue immer darauf, dass ich Lösungen finde, die modular sind. Das heißt, ich kann bestimmte Sachen austauschen und ich kann vielleicht auch selber reparieren. Und wenn jetzt irgendwas kaputt geht, geht nicht das Teil im Gesamten kaputt, sondern vielleicht nur ein kleines Teil, wo ich dann wieder ein Ersatzteil für besorgen kann. Und natürlich das Material, aus dem was gemacht ist. Ein Plastik-Laptop ist natürlich nicht so toll wie ein Laptop aus Aluminium, der hält wahrscheinlich länger. Ein anderer wichtiger Faktor, den viele nicht bedenken, ist die Nutzungsdauer. Also wie lange würde ich eine bestimmte Sache nutzen? Speziell bei Computern habe ich, sage ich mal, eine Nutzungsdauer. Wenn ich jetzt einen neuen Rechner kaufe, nutze ich den vielleicht 3 Jahre. Leute, die, sage ich mal, privat sowas nutzen, nutzen den vielleicht 5 Jahre. Sowas wie ein Laptop nutze ich vielleicht auch ein bisschen länger, aber meinen richtigen Computer, mit dem ich meine tägliche Arbeit erledige, den tausche ich eigentlich fast alle 2-3 Jahre aus, weil der sonst einfach zu langsam wird. Ich brauche richtig schnelle Computer, weil ich schneide viel Videos, ich mache Grafikdesigns, ich peitsche dieses Gerät richtig und bringe den bis zum Limit. Und wenn es dann schon wieder was Schnelleres gibt, wo ich dann Zeit sparen kann, dann kaufe ich mir was Neues. Aber ich verkaufe meine alten Sachen dann auch wieder und gucke, dass ich da, sag ich mal, jemanden finde, der es wirklich auch weiter nutzt und schmeißt die Sachen nicht weg. Also bevor du dir was kaufst, überleg mal, wie lange nutzt du es denn überhaupt? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du dir für kurze Zeit was mietest, was ausleihst von einem Freund? Es gibt auch mittlerweile viele Internetanbieter, die verschiedene Geräte anbieten zum Ausleihen für eine Woche, für einen Monat oder sogar für ein halbes Jahr oder sowas. Ist es vielleicht sinnvoller, ein Gerät zu leasen? Solche Dinge sollte man bedenken, bevor man, sag ich mal, auch größere Investitionen macht. Bevor man nachher irgendwie was hat, was dann rumfliegt oder halt eben nicht so lange genutzt wird. Denn das kann viele Faktoren haben, nicht nur zum Beispiel die Leistung, die ein Gerät bringt, sondern auch vielleicht verändert sich einfach die Situation. Bestimmtes Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr oder du hast dein Leben so verändert, dass du irgendwas nicht mehr brauchst. Du hast irgendwas erkannt, du hattest vielleicht ein gesundheitliches Problem, brauchtest bestimmte Schuhe. Jetzt brauchst du sie auf einmal nicht mehr, weil es weg ist. Das sind alles so Sachen, die man bedenken kann. Also wie lange nutze ich überhaupt einen Gegenstand und brauche ich dann wirklich einen eigenen Gegenstand oder kann ich mir vielleicht etwas mit jemandem teilen? Dann gibt es vielleicht noch so einen Faktor, den viele nicht bedenken bzw. unbewusst sich dagegen entscheiden. Und das ist, sage ich mal, nimm mal an, ihr möchtet irgendwas Bestimmtes machen, habt vielleicht ein Hobby und dann kauft ihr euch erstmal die günstige Variante, weil ihr wollt das ja erstmal ausprobieren. Ich halte das immer für völligen Schwachsinn und versuche immer jetzt nicht so das Oberklasse-Gerät oder das Oberklasse-Produkt zu kaufen, sondern ein gutes Mittelding. Weil das gute Mittelding ist von der Qualität her meistens so gut, dass es über mehrere Jahre hält. Und wenn ich das nicht mehr haben möchte, weil ich sage, okay, das ist nichts für mich, dann habe ich es wenigstens ausprobiert in der Qualität, in der, sage ich mal, jemand, der das mehrere Jahre machen würde oder regelmäßig machen würde, es ausprobieren würde oder machen würde. Und wenn ich es verkaufen will, dann werde ich es viel besser los und habe einen viel besseren Wiederverkaufswert. Günstige Produkte, die verlieren ganz schnell ihren Wiederverkaufswert. Bei, sage ich so, Mittelklasse-Produkten, der Verkaufswert, der hält sich richtig, richtig lange. Und wenn man, sage ich mal, ein guter Verkäufer ist, dann kriegt man manchmal auch Sachen fast zum Neupreis auch wieder weg. Anders ist das nochmal bei Premium-Produkten. Manche Premium-Produkte, die bleiben vom Preis her konstant. Es gibt aber auch einige, die ganz schnell ihren Preis wieder verlieren auf dem Gebrauchmarkt. Und das ist, finde ich, auch eine Sache, über die man nachdenken könnte. Wenn du zum Beispiel dich interessierst für Fotografie, sagst, okay, ich kaufe mir jetzt erstmal eine ganz billige Kamera für 100 Euro,
würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil die 100 Euro sind irgendwo verschwendetes Geld. Kauf dir besser eine vernünftige Kamera, das kriegst du zum Beispiel schon für 500 bis 1000 Euro und dann kannst du, wenn dir die Kamera nicht gefällt, die auch wieder für einen guten Preis loswerden. Und du hast natürlich den Vorteil, dass du, sag ich mal, dein Erlebnis, wenn du dieses Produkt nutzt, ist viel näher an dem Erlebnis, das jemand hätte, der das schon professionell macht oder längere Zeit macht. Denn später, down the road, sag ich mal, wenn du die Sache länger machst und das gefällt dir, dann willst du auf jeden Fall sowieso das bessere Produkt haben. Und dann hast du eben diese 100 Euro in Sand gesetzt, sag ich mal. Aber auch hier gilt, wenn du das nochmal ausprobieren willst, kannst du zum Beispiel irgendwo was ausleihen, musst du unbedingt etwas kaufen. Das könnte man natürlich auch noch bedenken. Viele Dinge, die man braucht, gibt es aber auch auf dem Gebrauchtmarkt. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich was ausprobieren möchte, speziell jetzt im Kamerabereich, dann gucke ich immer, gibt es das gebraucht? Weil ich bin jemand, ich kann gut handeln und kaufe dann meistens Sachen gebraucht und kriege die vielleicht sogar auch zum gleichen Preis oder zu einem sehr, sag ich mal, weniger Preis wieder auch verkauft. Zum Beispiel habe ich dann vielleicht 10 Euro bezahlt, um so eine Sache einfach mal auszuprobieren. Man hat natürlich ein gewisses Risiko. Man muss erstmal das ganze Kapital, sag ich mal, vorstrecken. Außer wenn man jetzt was mietet, dann hat man vielleicht nur die Kosten von 10 Euro. Aber es ist, finde ich, immer schöner, etwas zu besitzen und dann auch, sag ich mal, Zeit dafür zu haben, das auszuprobieren, damit frei zu entscheiden zu können, was mache ich damit, will ich es für vielleicht bestimmte Dinge auch zweckentfremden. Und also, wie gesagt, wenn ihr mal was ausprobieren möchtet und sagt, okay, ich weiß nicht genau, ob das das Richtige ist, guckt vielleicht mal auf den Gebrauchtmarkt, da findet ihr auch, sag ich mal, ein Mittelklasse-Produkt dann zu einem akzeptablen Preis und man wird es dann meistens auch für den gleichen Preis wieder los. Ja, das sind so meine Faktoren, die ich so bedenke, wenn ich was kaufe, also welches Material hat das, wie lange nutze ich das, gibt es vielleicht Sollbruchstellen, wie leicht ist das zu reparieren, ist es modular, wie lange brauche ich es überhaupt, lohnt sich das und das Gerät oder das und das Gerät oder Produkt. Diese Dinge bedenke ich immer, wenn ich was kaufe und wenn man das gemacht hat und so ein Produkt mal wirklich ein paar Jahre nutzt, dann stellt sich ein ziemlich cooler Effekt ein, nämlich man wird so, man gewöhnt sich so an diese Sachen, dass sie auch unglaublich leicht zu nutzen werden. Zum Beispiel habe ich dieses ThinkPad und da habe ich so lange drauf getippt auf dieser Tastatur, dass ich mir dann später für den Desktop-Computer auch eine ThinkPad-Tastatur geholt habe, weil ich einfach so gut darauf tippen konnte. Und so habe ich zum Beispiel vielleicht meine Art und also meine Geschwindigkeit, wie ich schreibe, verschnellert. Anders gesagt zum Beispiel vielleicht bei Küchengeräten kaufst du dir mal ein richtig gutes Messer, was du sehr, sehr lange benutzt. Da wirst du vielleicht auch irgendwann sehr gut im Gemüse schneiden. Und es macht dann einfach auch viel mehr Spaß, die Sachen zu benutzen, als wenn du ständig dir ein Billigmesser kaufst, was du vielleicht alle 3 bis 6 Monate austauschen musst. Also, was sind eure Gedanken zum Thema buy nice or buy twice oder eben wer billig kauft, kauft zweimal. Ich bin ein absoluter Fan davon und versuche das in mein Leben einzubauen, weil ich sehe einfach die Vorteile dadurch und sehe nicht ein, für ein minderwertiges Produkt Geld zu bezahlen, was dann letztendlich irgendwann verpufft. Denn jeder Euro, den ich verdiene, ist auch irgendwo eine Art Lebenszeit, die ich mal investiert habe. Und ich möchte nicht, dass das einfach irgendwo verpufft und verschwindet. Ja, ich hoffe, euch haben meine Gedanken gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.